Ich weiß von Schafen, die dich locker austricksen würden. Ich habe schon Pullover mit einem höheren IQ gehabt, aber du denkst, du bist ein Intellektueller, nicht wahr, du Affe? Aber sei weiter der Meinung, du kannst rappen. Aber sei weiter der Meinung, du kannst rappen. Aber sei weiter der Meinung, du kannst rappen. Und wenn du merkst, du kannst es nicht, dann halt einfach die Fresse. Was für Feinde von früher, du warst ein Meme für mich nicht mehr. Ich hab mich nie drüber beschwert, dass so Lappen wie du Musik machen, nee. Sondern darüber, dass sie von sich zu viel halten. Du rappst seit paar Jahren und kannst ungefähr noch gar nichts. Aber tu weiter, als wir rappen vor dein Bier, Junge. Du kannst nicht mal paar gescheite Sätze formulieren. Aber mach dich ziemlich stark, was ich lobenswert finde. Da du klingst, als schämst du dich für alles, was du sagst. Das ist top 10 Rap, verrat mir dein Geschlecht. Männlich, du Idiot, aber Gegenfrage, bist du noch lebendig oder tot? Du siehst aus, als hättest du Sprühstuhl in der Fresse oder als wollte sie jemand mit deinem Bügeleisen glätten. Wie kann man so behindert sein? Ich schreib unter einem Track, dass du noch unroutiniert bist und du denkst, das liegt an den Reimen. Aber eine dein Diggi, da hast du echt recht. Ja, für mich ist dein Rap wirklich ein Stresstest. Steht für behinderter Bastard, bringt Beleidigungen. Steht für ekelhafter, ehrenloser Eierkopf. Steht für raff richtig rappen oder verpiss dich. Und das counter so, was du nach dieser Antwort bist, Bitch. Du bist circa so peinlich wie diese Stadt, in der jeder zweite halbstark einen auf krassen Rapper macht, ey. Vielleicht bin ich ein Lappen, aber im Rappen kannst du mir gar nichts vormachen, also halt lieber dein Maul. Berko buchstabiert meinen Namen und kommt sich dann krass vor. Ein kleiner Schritt für mich, doch ein großer für seine Waldorf. Und vergiss dann auch noch ganze zwei Buchstaben, aber nur für dich nenne ich mich jetzt MOTN, yeah. Ich bin der Analphabet, ey, ich freu mich, wenn da der Typ zu mir sagt, dessen Text nicht mal nach Deutsch klingt. Und warum bin ich frech? Ich gab dir alle Tipps, die du umsetzen könntest, damit du nicht mehr kacke klingst. Aber Berko bleibt sich treu, der ist lieber scheiße und schreibt deine Grabrede bestehen aus tausend wie Vergleichen. Auch die Anzahl deiner Spits finde ich erschreckend. Ich glaub, für jeden Schlechten wächst hier ein Pickel in der Fresse. Bitch! Mutter und Freundin reinnehmen ist ziemlich bitter. Lügt man nicht so rum, ey, die sind keine Ziegenficker. Klar wird man von jemandem wie dir an den Klicks gemessen. Doch ich bin nicht Berko, ich mache mich nicht für Klicks zum Deppen. Steht für behinderter Bastard, bringt Beleidigungen. Steht für ekelhafter, ehrenloser Eierkopf. Steht für raff richtig rappen oder verpiss dich. Und das counter so, was du nach dieser Antwort bist, Bitch! Du bist circa so peinlich wie diese Stadt, in der jeder zweite halbstark einen auf krassen Rapper macht, ey. Vielleicht bin ich ein Lappen, aber im Rappen kannst du mir gar nichts vormachen, also halt lieber dein Maul. Was mir in deinem Video gefällt, der Titel, denn du hast keine Punches, aber massakrierst dich selbst. Auch die Kommentarspalte unter deinem Video finde ich witzig. Alle trollen oder verarschen, ich wasse nicht blick. Jemand schreibt sogar noch, gegen wen der Diss ist. Jo, das muss wohl dieses Punchline-Massaker sein. Ich hörte deinen Diss und dachte mir, fang an, du Schwein. Und nach 4 Minuten Langeweile war der Quatsch vorbei. Für eine Grabrede war das Ganze echt entspannt. Geil. Und da hockst du allen Ernstes 2 Nächte dran. Hä? Doch laut dir brauchst du ja kein Video oder lange Zeit wie bei der RBA. Ach so. Ja, sorry, ich muss da mal weg. Nächstes Jahr ist mein RBA Battle und ich muss noch Video drehen. Tschüss. Mich frontet gar nichts im ganzen Track, sondern nur das, egal was ich kicke, du weiter denkst, dass du krasser rappst. Steht für behinderter Bastard, bringt Beleidigungen. Steht für ekelhafter, ehrenloser Eierkopf. Steht für raff richtig rappen oder verpiss dich. Und das counter so, was du nach dieser Antwort bist, Bitch. Du bist circa so peinlich wie diese Stadt, in der jeder zweite halbstark einen auf krassen Rapper macht, ey. Vielleicht bin ich ein Lappen, aber im Rappen kannst du mir gar nichts vormachen, also halt lieber dein Maul.